Tja, werte Bürgerinnen, werte Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und aus der Region, ihr entzieht euch noch. Ich bin der Geißpeter und ich komme aus Beutelsbach im Remstal. Am 28. April dieses Jahres hatte ich von der Wasserprobe berichtet, welche am 1. Mai 2014 an der Rems bei Beutelsbach stattfinden wird. Diese Wasserprobe, wie war es auch anders zu erwarten, ging zu unseren Gunsten aus. Danach begann der Aufstand unter dem Namen Armer Konrad. Allerdings brach der landesweite Widerstand am 31. Juli 1514 unter dem Druck der militärischen Übermacht des Herzogs vollständig zusammen, ohne dass es zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen wäre. Beim anschließenden Blutgericht auf dem Wasen zu Schorndorf wurden 10 unserer Anhänger hingerichtet und die Köpfe auf langen Stangen zur Schau gestellt. Hier stehen zuerst einmal 7 dieser Anhänger. Nachdem der Widerstandsgeist von den Schwaben 500 Jahre gelähmt war und nun in der Form der Bürgerbewegung von euch gegen Stuttgart 21 wieder auferstanden ist, veranstalten wir zum Gedenken an das Blutgericht in Schorndorf am 8. August 1514 und nun am 8. August 2014 in Schorndorf einen historischen Demozug. Dabei schlagen wir einen Bogen zur heutigen Zeit und zu den Bewegungen gegen unsinnige Großprojekte und obrigkeitliche Verschwendungssucht, gegen staatliche Umverteilungspolitik und Überwachung unter Spitzelunwesen. Siehe auch den Rahmenbefehl im Zusammenhang mit Stuttgart 21. Die hier präsentierten Köpfe und die angebrachten Schilder mit Themen versehen sollten die Grundhaltungen versinnbildlichen und eine Brücke in die aktuelle Zeit schlagen. Zum Beispiel, der Kopf steht für Selbstbestimmung und wurde enthauptet. Der grüne Kopf steht für Wahrhaftigkeit und wurde enthauptet. Der in Aloderkopf steht für Grundrechte und Bürgerrechte und wurde enthauptet. Der Kopf mit dem Rahmenbefehl, steht für Rahmenbefehl und Friedfertigkeit und wurde enthauptet. Der weitere Kopf steht für Selbstachtung und wurde enthauptet. Und der andere Kopf, ganz links außen, steht für Pressefreiheit und Meinungsfreiheit. Das Gehirn wurde in der Schublade unten abgelegt und wurde enthauptet. Und dieser Kopf hier steht für Vernunft und wurde enthauptet. Der historische Demozug beginnt, wie gesagt, am Freitag, dem 8. August 2014 um 19 Uhr am Bahnhof Schorndorf. Die S-Bahn kommt dort aus Stuttgart um 18.43 Uhr an. Wenn sie pünktlich ist. Wir Remstäler laden euch dazu herzlich ein. Schön wäre es, wieder nicht nur zahlreich, sondern auch kostümiert kommen könntet. Nun denn, auf ihr Schwaben, ergreift die Freiheit und bleibt oben. Bevor ich noch vergesse, auch in Stuttgart wurden 6 von unseren Anhängern einen Tag später enthauptet, und zwar am 9. August 1514. Und
Deswegen findet hier auch eine Demo um 11 Uhr am Mahnmal am Alten Schloss statt. Auch hier seid ihr herzlich eingeladen. Vielen Dank an die rebellischen Remstäler. Wir werden zwar heutzutage nicht enthauptet, aber wir hatten hunderte von Verletzten im Schlossgarten. Morgen